Was ist denn da los jetzt? Ich hoffe so sehr, dass ihr beide bumst, ey. Geil, geil, geil. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Falsch, aber lustig. Das ist ein bisschen wie Mensch ärger dich, nur ohne ärgern, dafür aber mit Menschen. Nämlich zum Beispiel Philisterstern. Wieder mit dabei, weil er dreimal nicht genug war, Lena Kopke. Und natürlich dem Knuddelpanda, Till Reiners. Moritz Neumeier. Wie immer geht's bei uns nicht um die richtige, sondern die lustigste Antwort. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, was sonst noch passiert, einfach den Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken. Wie immer kämpfen heute also diese drei Menschen darum, den Slogan für den RBB der nächsten Woche zu bestimmen. Wie bestimmen wir denn das? Ich bestimme das, und zwar durch Spiele. Hier kommt das erste davon. Passt da und da. Ich nenne euch gleich zwei verschiedene Situationen oder Orte und ihr sagt mir, was kann man da und da sagen? Till, was kann man sagen? Nach der Geburt und im Zoo. Vor allen Dingen mit dem Outfit. Ist es ein Elefant? Nach der Geburt und im Zoo, was kann man da sagen? Ich sehe nichts, wann kommt denn da endlich was? Phyllis? Vorsicht, der wirft mit Kacke. Was kann man sagen nach der Geburt und im Zoo, Till? Am liebsten würde ich es in der Natur aussetzen. Nach der Geburt und im Zoo, Lena. Ist doch alles sehr eng. Phyllis. Man kann hier deutlich sehen, dass wir vom Affen abstammen. Wer will noch? Ich glaube, Moritz als Name passt nicht. Welches Tier wäre Moritz, deiner Meinung nach? Ein ganz wunderschöner, zarter Vogel. Warum hat er das jetzt? Jetzt mal ganz Moment seine Pause. Mit ganz bunten kleinen Federn. Der hebt immer so ab und dann flattert er so ganz schnell rum. Phyllis, was kann man sagen nach der Geburt und im Zoo? Wo ist der Papa? Mach noch jemand ein. Geburt und Zoo. Oh, ich habe noch nie so viel Blut und Scheiße an meinem Ort gesehen. Was du auch noch nie gesehen hast, ist eine Geburt, weil dich keiner liebt. Ja, Liebe ist, wenn man ein Kind macht. Genau, Moritz. Ja, nee, meine so, Frau hat mich Liebe... drei Kinder lieb. Naja, ich würde sagen, Liebe ist, wenn man einen Grund zum Bleiben riskiert. Oh, Moritz. Voll süß. Was? Das habe ich auch nicht. Habt ihr das verstanden? Wenn man einen Grund zum Bleiben. Wie? Liebe ist, wenn man einen Grund zum Bleiben. Du verstehst es noch nicht, Moritz. Was heißt das? So weit entfernt. Ja, will ich, du Liebe ist doch dieses weiße Zeug, oder Moment. Nicht? Das ist so dein das Standard. Kokain ist doch nicht Liebe. Was? Kokain? Ich muss mich wirklich wieder entschuldigen. Nee, was kann man. Moment, stopp jetzt. Liebe ist, was? Sag doch nochmal bitte. Moritz, magst du das gerne nochmal sagen für Liebe den Till? Liebe ist, ja. Jetzt mal den Till auch ausreden lassen. Moritz, meinst du? Sorry, ich bin heute schon. Ist auch für mich anstrengend, hier das Medium zu sein. Ja. Du bist auf dem Stand von Liebe ist doch dieses weiße Zeug. Ja, genau. Aber was hast du gesagt? Liebe ist, sag doch mal den Vorhersatz. Ich verstehe den nicht. Liebe, das ist doch dieses weiße Zeug. Ja, das habe ich verstanden. Davor hast du doch so einen komischen Satz gesagt, wo ihr Leute sagen, Liebe ist, wenn man einen Grund zum Bleiben riskiert. Man riskiert, dass man bleibt, oder was? Ein Grund zum Bleiben? Mein Gott, ein Kind, ein Grund zum Bleiben. Sag mal, was ist denn da los jetzt? Ach so, also das Kind ist, das, wegen dem Kind muss man bleiben. Ja, pass auf. Und das ist dann Liebe, oder was? Es wäre schön. Till, pass auf. Also die Fessel am Fuß ist Liebe. Das habe ich richtig verstanden. Also alles, was wir lieben können, sind unsere Ketten. Das ist. Das wirst und da du haben hier Leute gesagt, oh, okay, alles klar. Das wirst Gut. du verstehen, wenn du auch irgendwann anfängst, Sex zu haben. Und dann passt die ganz viele Warum Sachen. Hast du dir so über den Weiter Kopf in dem Das ist das Zeichen für Sex haben, was der RBB erlaubt. Was kann man sagen in der Kirche und auf einem Date? Phyllis. Einfach beten, bis es vorbei ist. Boah, krass, ich hab wirklich das. Ich bete zu Gott, dass das aufhört. Ja. Dann wird der Till wieder Was ganz jetzt? Böse. Ich hoffe so sehr, dass ihr beide bumst, ey. Ich bete dafür. Was kann man sagen in der Kirche und auf einem Date, Lena? Also für Kinder bin ich offen.
Aua, aua, aua. Ja. Ja. Da fragen wir doch mal nach. Vater Till, was kann man sagen in der Kirche und auf einem Date? Ich freue mich schon auf den Sex nachher. Ja, bei ihr war es irgendwie schöner. Mm. Bei dir hat es so einen komischen Vibe. Eine Stunde Mansplaining und alles für einen Wein, ey. Geil. Okay. Siehst du? Ja, ich Chapeau. Kann auch anders. Chapeau. Ja. Da ziehe ich meinen Papphut. Ja. Lena, was kann man sagen in der Kirche und auf dem Date? Also ich soll jetzt auf die Knie gehen und sagen, warum ich ein böses Mädchen war. Oh ja, das sollst du. Till, kannst du den gleichen Satz auch mal sagen? Till, was kann man sagen in der Kirche und auf einem Date? Bei der lauten Musik kann man sich gar nicht unterhalten. Hau noch jemand ein. Ja, was man nicht was mit Ficken, weißt du, hab ich ja, gedacht. Ja, ja, finde ich gut, finde ich toll, finde ich klasse. So wie immer bei dir. Du kommst immer mit deiner Familie hierher? Noch jemand? Kann ich noch ein bisschen was vom Brot haben? Gott, bitte hilf mir. Halleluja. Man merkt, was für Dates ich hatte. Ja, aber wirklich. Richtig enttäuscht worden. Immer und immer wieder. Apropos, Till, hast du noch einen? Nein? Niemand mehr? Nee. Was kann man denn sagen in der Bahn und auf der Toilette? Oh. Lena. Hier stinkt's nach Eiern. Entschuldigung, ich habe hier reserviert. Till. Ich kann nicht, wenn so viele gucken. Psst, leise, sonst wächst du noch den Obdachlosen auf. Okay, zu viel. Lena. Der Sitz ist irgendwie schon ganz warm. Till. Wenn das so weitergeht, setze ich noch eine Stunde hier. Man kennt's. Like, wer's kennt. Ja, da frage ich euch noch gerne in meiner Kommentarspalte, was kann man sagen in der Bahn und auf der Toilette? Hast du noch einen, Phyllis? Das ist der einzige Ort, wo ich Talk ohne Gast höre. Danke. Ja. Bitteschön. Jeder Klick zählt. Ja. Ja, eben. Aber sie hört's. Na, dann machen wir Applaus für die Gewinnerin des ersten Spiels. Lena Kopke, meine Damen und Herren. Voll Lena. Klasse. Wir kommen zu unserem nächsten Spiel. Das heißt, das Leben von. Das ist ganz einfach. Ich frage euch jetzt Fragen zu einem Leben von jemandem. Und dann gebt ihr mir eine Antwort. Die richtige Antwort, Moritz? Nein, dann wird die ganze Sendung heißen richtig und nicht so toll lustig. Erste Frage. Was ist Moritz' Guilty Pleasure? Muttermilch. Ah! You nailed it. 100 pro. 100 pro. Okay. Okay, es stimmt, you got me. Er tappt. Schuldig. Okay, Phyllis? Hosen. Ja. Fand ich sehr witzig. Ne, weil der so oft Rock trägt. Das ist ja hier eine Seltenheit, ne? Ich glaube, dein Guilty Pleasure sind aber tatsächlich Schuhe. Ja. Mit Sohle. Okay, noch einmal. Die haben eine Sohle, aber sie ist sehr dünn. Mm. Möchte noch jemand was dazu sagen? Querdenken. Okay. Noch jemand? Ich glaube, du kommentierst deine Videos unter falschen Namen und sagst, klasse. Nächste Frage. Was ist Jorge González' geheimes Talent? Du lachst, weil du glaubst, ich weiß nicht, wer Jorge González ist. Naja, du sprichst auch super scheiße aus. Es könnte sein, dass es daran liegt, dass ich bis vor kurzem im Backstage keine Ahnung hatte, wer Jorge González ist. Du bist wirklich der erste Mensch auf der Welt, der angibt mit seiner Dummheit. Naja, wie würdest du ihn denn aussprechen? Jorge González. Nee,
Ja, klasse. Der Konzert ist. Ey, ganz ehrlich, ich bin mittlerweile so... Du hast wirklich gerade Horche Konzerthaus gesagt. Ohne Scheiß. Also. Horche Konzerthaus. Ich kann euch hier gerne darüber aufklären, wie es gelaufen ist bei mir. Spulen wir kurz zurück. Ich habe gedacht, boah, jetzt gilt's. Alle Augen auf mir. Ich war nervös, ich war aufgeregt. Ja, dann habe ich gesagt, okay, das Erste ist auf jeden Fall wichtig, dass ich das richtig ausspreche. Das ist nämlich Horche. Horche. Ja, so. Das habe ich okay ausgesprochen. Horche. Und dann war ich schon, dann war bei mir die Spannung weg. Und dann hinten raus wurde es dann bei mir eng. Da habe ich irgendwas gesagt. Da habe ich einfach Konzerthaus gesagt. Ja. So. Stimmt. Das stimmt. Ja, wenn ihr wisst, wie man den spricht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, also, aber was ist denn jetzt sein geheimes Talent? Nichts kann lustiger sein, weil er kann perfekt Deutsch sprechen. Oh Mann! Hatte ich auch. Ja. Da hatte ich jetzt sogar auch. Ja, das ist das Einzige, was man über den Typen weiß. Ich weiß jetzt, woher ich dein Hemd kenne. Ja, woher denn? Das ist ein Kochhemd. Ja. Aus der Großküche. Das ist es. Ja. Es hat nur eine halbe Stunde gedauert, Lena, aber Lena, frag mich doch, ich kenne alle Witze darüber. Also ich ziehe das einmal vor Moritz an und mache seine 18 Witze. Ich kenne die alle. Okay, dann mach mal. Ja, wie ein Koch, wie ein Priester. Oh. Nein, du siehst aus wie ein Koch, da haben doch gerade alle zugestimmt. Ja, ja. Wieder mal die Zeichen des Publikums lesen, Till. Das ist ein Koch. Ich habe die ganze Zeit auch Hunger. Also ich will die ganze Zeit eine Bestellung bei dir aufgeben. Machen wir ich gleich. Ich weiß gar nicht, warum ihr... Ich weiß nicht, was ich sage. Ich will, dass ich einfach, ey, ganz ehrlich, ne? Manchmal habe ich gedacht, boah, die Frau soll manchmal den ersten Schritt machen. Und jetzt denke ich, nee. Ich glaube, so klassisch lassen wir's. Ja, als Frau ist man einfach immer zu viel. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Gut, sind wir ganz ehrlich, das Kackspiel hat keiner von denen gewonnen. Wir kommen zu unserem nächsten Spiel, das ist Hate aus Leidenschaft. Es ist das Spiel, in dem ich unseren KontrahentInnen gleich verschiedene Feel-Good-Nachrichten präsentieren werde, also Nachrichten, die eigentlich positiv sind. Und die drei müssen uns dann Hasskommentare dafür verfassen. Wir kommen zu unserer ersten Nachricht, sie lautet, hässliches Gemüse soll auch verkauft werden. Till. Dann hat meine Frau ja noch eine Chance, jemand Neues kennenzulernen. Ich habe auch hässliches Gemüse. Endlich ist meine Frau was wert. Phyllis? Sieht immer noch besser aus als die hässige Kassiererin. Jesus. Till. Ich hätte gern neue Regeln für hässliche Kinder. Lena. Aber Gemüse wird jetzt nicht gegendert, oder was? TomatInnen. Ey, krass, wie Heidi Klum über ihre Mädchen redet. Will noch jemand? Ja, ich hab... Ja, natürlich. Ich hab alle gefragt aus Respekt den anderen gegenüber. Ich wusste, dass du eine halbe Stunde noch Woran kannst. Wird die Hässlichkeit gemessen? Am Gesicht von Sarah Wagenknecht? Sarah, wenn du das siehst, das war so. Gerne teilen. Ich hab nur einen. Frieden. Funktioniert in der Kurfürstenstraße schon mal ganz gut. Da ist ein Straßenstrich. Ja, das ist da. Mehr noch? Zu schnell und zu sicher, Tim. Nee, da gibt's aber auch in Oranien, also es gibt aber auch andere Straßenstriche. Schön, wir sind ja mal... Es gibt ihn auch in der Oranienstraße oder man fährt zum Beispiel nach Hamburg, da gibt es den Namen Steindamm. Wir finden alle Straßenstriche gleich gut. Öffentlichen rechtlicher Rundfunk. Haben alle? Wir haben eine zweite Nachricht. Sie lautet, die Deutschen essen immer weniger Fleisch. Phyllis. Ja, weil sie uns nur noch hässliches Gemüse verkaufen. Mein Gott! So. Hab mich gleich richtig reingesteigert. Till. Ja, weil alles so scheiß teuer geworden ist mit dem Euro. Teuro wieder abschaffen!
Lena, gib mir einen Hasskommentar zu der Nachricht, die Deutschen essen immer weniger Fleisch. Stimmt doch gar nicht, ich esse voll viel Fleisch, Lügenpresse. Till. Ja, schön blöd und die Welt lacht über uns, weil andere wissen, dass Vitamine nur in Bratwürsten sind. Phyllis. Und lutschen immer mehr Schwänze, wie mir scheint. Wie mir scheint. Super. Super Formulierung. Wie mir scheint. Dadurch kriegt es eine ganz neue Ebene. Die Mischung macht's. Lena. Kein Wunder, dass es mit Deutschland bergab geht. Das passt eigentlich, immer. Ja. Till? Ja, es gibt ja auch immer weniger Deutsche. Bald gibt's hier nur noch Syrer, die Tiere anbeten. Ich sag mal, bei ihr, wenn sie es gesagt hätte, hätten alle gemacht, bei dir ist eher so, Wir haben eine dritte Nachricht. Sie lautet, Zahl der Studierenden ohne Abitur auf neuem Höchststand. Ich bin gespannt. Phyllis. Nennen wir es doch gleich Dummiversität. Geil. Schön aufs Brettergymnasium. Lena. Klar, mit ChatJTBQ kann ich auch alles schaffen. Danke. Aber sie feiert's doll. Ich weiß, das sind meine drei Fans. Till. Haha, Idioten, ich habe gar kein Studium abgeschlossen. Heute moderiere ich eine Witzeshow bei YouTube. Klasse. Phyllis? Ich habe Hartz IV. Kann ich jetzt Kanzler werden? Hast du noch einen Hasskommentar, Till? Ja, klasse. Lassen die bald auch Tiere zu? Okay. Und diese gerade Haltung immer bei dir und diese starren Augen. Das ist immer gleich diese deutsche Kopf, Haltung. Moin, moin, Kamerad. Wir haben eine letzte Nachricht. Sie lautet, fast die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen trinkt keinen Alkohol. Wie lautet der Hasskommentar? Die Leute hier sofort, Fake News, das kann nicht stimmen. Till, wie lautet der Hasskommentar? Ja und, die arbeiten ja auch nicht so hart wie wir. Lena? Wie soll man auch trinken, wenn man mit beiden Händen an der Straße festklebt? So, sehr gut. Ey, sehr gut. Ich hab schon kurz gedacht, eine ganze Staffel ohne Klimakleber, nein. Phyllis. Kein Wunder, dass Till Lindemann zu Tropfen greifen muss. Das war ein guter Rammstein-Gag. Ich werde kämpfen, damit er drin bleibt. Till. Wer keinen Alkohol trinkt, hat zu wenig Probleme. Ja, finde ich gut. Philosophisch, finde ich gut. Ja. Ist kein Problem, solange es Spaß macht. Knüpft daran an. Kein Wunder, dass die alle mentale Probleme haben. Ja, finde ich gut. Stimmt ja auch ein bisschen. Ja. Phyllis? Gen Z, bitte gen nach Hause. Noch jemand? Ja klar, weil die Hälfte bereits muslimisch ist. Trinken da schön ihr Kümmelwasser. Deutsche, ja, wann wacht ihr auf? Ja, hatte ich noch vergessen. Jetzt muss man noch mal sagen, dass das ein Spiel ist, in dem Till Hasskommentare sich ausdenkt, die er so nie schreiben würde. Also wenn ihr das unter dem Video seht, dann war ich das unter falschem Namen. Aber nicht er selber. Haben wir noch mehr Hasskommentare? Ich wollte gerade sagen, Philipp, warum frage ich? Ne? Gen Z, 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 wie langweilig kann man sein? Das ist ein bisschen... Ja, das ist Comic-esk. Na, mit einem großen Applaus und ich gewinne das Spiel Till Reiners! Dass ich das noch erleben darf! Ja. Ja. Und damit weiß ich nicht mehr, wer diese Folge gewonnen hat. Ich hab gewonnen! Du hast gewonnen. Großen Applaus, meine Damen und Herren, für die Gewinnerin Lena Kopke heute Abend. Klasse gemacht. Fantastisch. Und das war's schon für heute mit Falsch aber lustig. Alles, was wir noch brauchen, ist der Slogan für den RBB der nächsten Woche. Präsentiert von unserer charmanten Gewinnerin Lena Kopke.
Also da ich das nicht wusste, habe ich nichts vorbereitet und ich würde das dann an Till, meinen Bruder, weitergeben. Ja, wie nett bist du denn? RBB, das beste Argument gegen Kündigungsschutz. Das war's von heute, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr da draußen, wollt ihr nichts verpassen? Einfach gerne unseren Kanal abonnieren, auf die Glocke drücken und dann nächste Woche einmal wieder reinschalten. Das heißt, falsch, aber lustig. Wollt ihr jetzt mehr sehen? Da, da, mehr Videos und großen Applaus für Phyllis Dastan, Lena Kupke und Till Reiners. Und Sommerjahr. Jo. It's